Kämpfer vorstellen. Zwei Minuten. Aus der roten Ecke. Er ist 26 Jahre alt, bestreitet heute seinen ersten Kampf. Vom Oyakata aus Ingolstadt, Tobias Grillmeier. Newcomer aus Ingolstadt, der allererste Kampf. Tobias Grillmeier. Sein Gegenüber in der blauen Ecke. Er ist 29 Jahre alt, hat bereits zwei Kämpfe von der Kampfsportschule aus Augsburg. Alexander Mug. Freuen wir uns auf die nächsten drei Runden. Auch Alexander Mug hat noch nicht so viele Kämpfe. Zwei Galakämpfe bisher. Es kann losgehen. Ja, starke Beginn von Tobias Grillmeier. Aber Alex Muck hält dagegen. Ja, da muss der Alex aufpassen mit der Deckung. Da doch der eine oder andere durchgeht. Ja, bei beiden ist natürlich zu sehen, dass da keine Profis im Ring stehen. Aber das erwartet auch keiner. Aber beide sind höchst motiviert. Trainer von Alex Muck fordern hier Pushkicks. Also einen Frontkick zum Körper, um ihn auf Distanz zu halten. Und da rutscht Tobias Grillmeier kurz aus. Jetzt überlegen die Fans von Tobias, die ihn lauschen. Ah, Spinning Backfist, aber maximal die Haarspitzen touchiert. Noch 20 Sekunden. Nein, keiner möchte hier einen Fehler nachgeben. Die Frontkicks der blauen Ecke sind fast alle drin, dafür sind die Lowkicks von der roten Ecke auch. Also alle ungeblockt und Ende der ersten Runde. Nach diesem Kampf steht das erste Highlight, möchte ich fast sagen, des Abends an. Das ist vorhin schon gesagt, der Gründer und Veranstalter Jürgen Schneider steigt, bitte verzeih mir Jürgen, auf seine alten Tage nochmal in den Ring. Einen Boxkampf. Aber jetzt geht es hier erstmal mit Runde Nummer 2 weiter. Gas. Ja, jetzt dreht aber Tobias den Spieß um. Offener Schlagabtausch. Ja, ich würde sagen, da ist Alex Muck äußerst motiviert aus der Ringpause gekommen. Ich wollte gleich Akzente setzen, aber Tobi Grillmeier hält hier dagegen. Ja,
starke Anfeuerungsrufe aus der Halle. Beide Kämpfer haben ja auf jeden Fall Fans dabei. Und beide liefern auch einen guten Kampf. Okay, sah es ganz so aus. Bin leider etwas entfernt vom Ring und schaue das Ganze auf einem kleinen Bildschirm. Aber er hat sich befreien können. In den letzten 10 Sekunden jetzt nochmal Gas geben. Für beide. Den einen, um die Punktrichter vielleicht doch noch zu überzeugen. Ja, nachschlagen am Gong. Ausgeglichener Kampf aus meiner Sichtweise. Die zweite Runde hätte ich jetzt an die Blaue gegeben, ganz knapp. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Ring. Und auf zur dritten und letzten Runde. Die Fans sind voll dabei. Schauen wir mal, was die Kämpfer daraus machen. Schönes Knie zum Körper. Tobi ist bemüht, aber auch jetzt die ersten Treffer kam definitiv Alexander Muck. Der gerade diesen Push-Kick, den Front-Kick, den in der ersten Runde die Trainer gefordert haben, immer wieder ins Ziel bringt. Ja, jetzt merken auch die Fans, dass er da Support braucht, weil er halt einfach ein wenig hinten dran ist. Jetzt dreht er auf und Alexander Muck lässt da die Deckung fallen. Und kassiert jetzt auch den einen oder anderen Treffer. Ist jetzt aber bereits wieder im Vorwärtsgang. Auch der. Schöner Schlag mitten ins Gesicht. Tobias Grillmeier befindet sich im Rückwärtsgang, versucht jetzt wieder ein bisschen die Initiative zu übernehmen. Die letzten 20 Sekunden sind angebrochen. Und die letzten 10. Und jetzt punktet hier Alexander Muck nochmal. Und der Kampf ist aus. Ein Punktsieg für die blaue Ecke. Aber beide Kämpfer haben sich hier ausgezeichnet verkauft. Schauen wir mal, wie die Punktrichter das gesehen haben. Die sitzen nämlich etwas näher am Geschehen als ich. Von meinem Sitzplatz aus sehe ich vor allem Rücken, der liebe Kickbox-Arena, Kickbox-Megesheim und was alles vor mir steht.
Und kommen wir zum offiziellen Urteil. Der Kampf endet nach 3 Runden für den Kämpfer aus der blauen Ecke, Alexander Muck. Hab ich ein Glück, dass ich richtig gelegen habe. Nein, Quatsch. Also es war von beiden ein motivierter Auftritt, ein guter Auftritt. Und beide sind erst am Anfang der Karriere, um es mal so zu sagen. Der Sieg geht an Alexander Muck von der Kampfsportschule Augsburg.